So, meine Freunde. Ja, FIBO 2019 rückt immer näher. Mitte April ist es soweit. Und ich dachte mir, ich werde euch diese... Ist er mit meinem PC, Alter? Der dreht manchmal richtig am Rad. Ich glaube, ich muss den mal ausmachen. Hört ihr das? Auf jeden Fall die Story, die ihr jetzt von mir inklusive Kniebeuge zu hören und zu sehen bekommt, ist meiner Meinung nach die krasseste Story, die jemals ein Kraftsportler in seinem Privatleben erlebt hat. So, und jetzt entschuldigt mich mal kurz, ich mache mal kurz meinen PC aus, weil der dreht jetzt wirklich am Rad. Wenn was ist, kann ich ja meinen PC wieder anmachen. Der dreht übelst am Rad. So, also, worum geht's heute? Und zwar soll dieses Video euch zeigen, dass man nicht nur seinen Körper trainieren sollte als Mann, ja, dass man körperlich stark wird, sondern auch hier oben. Weil das hier oben, ne, wenn das nicht richtig funktioniert, kann das dein ganzes Leben zerstören. Und glaubt es mir, wenn ihr bis zu... Also diese Geschichte beinhaltet eigentlich 4, 5 nochmal krasse Stories in sich zusammen. Das ist so, das ist eine Real-Life-Story, die könnt ihr auch abchecken, die ist wirklich nicht erfunden, ja. Ich muss noch den Fernseher ausmachen. Und wenn ihr Geduld habt und mir bis zur letzten Sekunde zuhört, dann werdet ihr garantiert eines der krassesten Stories zu hören bekommen, die ihr jemals im Leben gehört habt. Die Rede, also ich werde jetzt nur den Vornamen nennen, ja? Die Rede ist von einem gewissen Mike, ja? Ich hoffe, ich habe die Namen noch im Kopf. Also er heißt Mike und ist Kalifornier. So viel kann ich euch schon mal verraten. Also, was ist mit Mike? Mike ist so Kleinkrimineller. Verkauft so ein bisschen komisches Zeug, ne, so hier das Zeug, was man sich rauchen kann und so weiter, ziehen kann. Bisschen, der macht Kraftsport, hat wahrscheinlich auch seine Finger so ein bisschen in diese Medikamentengeschichten drin und hat ein paar Leute um ein paar tausend Dollar beschissen. Also so ein Kleinkrimineller, okay? Ich mache jetzt mal einen Satz und dann geht es mit der Story weiter. So, ja, was ist mit diesem Mike? Also solange das Gewicht noch relativ niedrig ist, kann man auch dabei ein bisschen quatschen. So. Sieht man mich überhaupt hier in der Kamera? Ja, ne? Alles klar. Also, Mike ist Kleinkrimineller in Amerika, in Kalifornien, soweit ich weiß. Und ja, macht so seine Geschäftchen mit Medikamenten, Rauchzeugs und ein bisschen hier und da Betrug. Mike wird erwischt, kommt vor Gericht und wird verurteilt. Und zwar bekommt er eine enorm hohe Bewährungszeit. Ja, ich weiß nicht, sowas ist, glaube ich, in Deutschland in der Form nicht möglich, aber er hat wohl 10, 15 Jahre Bewährung bekommen. Das heißt, sein Strafmaß, was weiß ich, die hätte vielleicht 2, 3 Jahre oder 4 Jahre sitzen müssen als Beispiel, wurde auf eine Bewährungszeit von 10, 15 Jahren irgendwie so ausgestreckt. Das heißt, damit der Richter denkt, okay, alles klar, für die nächsten 10, 15 oder 20 Jahre hält er die Füße still, so nach dem Motto. So, also er hat Bewährung, er kann sich nichts erlauben. Der ist schon so Mitte 30 rum oder Anfang 30, Mitte 30, wo der verurteilt wird. Was macht der gute Mann? Der denkt sich, ey, alles klar, damit ich ein ruhiger Mensch werde, der hat auch schon ein bisschen Geld und so, der hat's finanziell gut, fährt einen Porsche, hat eine schöne, so ein schönes Haus oder so eine Haushälfte irgendwo in Kalifornien, in so einer feinen Gegend, hat vielleicht nochmal 100, 200.000 Euro oder Dollar in bar, also dem geht's gut, so gesehen. Und er hat irgendwie wohl eine... Die Geschichten kommen nachher erst raus, ja? Die Geschichten kommen nachher erst raus, ja? Moment, Satz Nummer 2. Zu krass die Story, ohne Scheiß. Ich konnte meinen Augen nicht glauben. So, was macht der gute Mann?
der ist wohl in irgendeiner Beziehung, ist gerade in der Scheidung oder in der Trennungsphase. Und das Krasse ist, das kam ganz am Ende raus, wo ich mir dachte, ey Junge, wie viele Fehler willst du denn noch machen? Ich habe mir echt gedacht, Alter, du hast schon so viele Fehler, aber wie viele Fehler willst du noch machen? Der lernt eine Frau kennen, oder ich erzähle euch das später. Der lernt eine Frau kennen, so eine Anfang, Mitte 20-Jährige, die einigermaßen nach was aussieht. Also ich würde sagen, die ist jetzt nicht unbedingt hübsch. So aufgespritzte Lippen, viel zu dünn. Aber gut, er fand die wohl hübsch. Die hässlich war die jetzt in dem Sinne nicht, aber die war jetzt auch keine Granate, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er sich gedacht, ey, zu meinem gediegenen Lebensstil, wo ich jetzt ein bisschen ruhiger werden will, gehört jetzt auch eine Frau. Weil ich möchte dann sesshaft werden, Haus, Auto, Geld und so ist ja schon so ein bisschen da. Jetzt fehlt nur noch eine Frau, Kinder machen und ein schönes Leben führen, ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Innerhalb von ein paar Monaten, ein Jahr heiraten die zwei. Die heiraten und sobald die geheiratet haben, fängt sein Leben an, den Bach runterzugehen. Was passiert? Und dieses Video wird euch zeigen, was ich euch schon seit Jahren am Predigen bin. Ich musste das auch auf die harte Tour lernen. Das süße, niedliche Aussehen einer Frau hat überhaupt nichts zu bedeuten. Ihr dürft, das ist so wie im Kraftsport, diese lächelnden Fitness-YouTuber, die euch so anlächeln und freundlich sind und so. Das heißt nicht, dass die auch in echt wirklich freundlich zu euch sind oder euch was Gutes wollen. Die lächeln nur. Hintenrum steckt so Abzockmasche. Pass auf. Niedliche, süße Frau. Sobald die verheiratet sind und alles unter Dach und Fach ist für die Frau, ne, weil jetzt ist sie ja verheiratet, fangen so komische Sachen an. Auf einmal kommen Staatsanwalt, Polizei und sein Bewährungshelfer und klopfen ständig bei dem und wollen irgendwas von dem. Mal soll er irgendwie was so Drogenmäßiges im Auto gehabt haben, mal soll er irgendwelche Steroide auf einmal verkauft haben. Irgendwie lauter so Geschichten und die finden auch bei dem im Auto irgendwelche Sachen. Und er schwört bei Gott und sagt, ey, hört mal zu, ich habe so eine lange Bewährungszeit bekommen, ich würde doch niemals. Irgendwas passiert hier, das kann nicht sein, dass andauernd irgendwas bei mir gefunden wird. Und noch Geheimtipps, also irgendjemand ruft anonym wohl bei der Polizei, Staatsanwaltschaft an und sagt, ey, der und der hat Waffen zu Hause oder der und der hat Medizin zu Hause, also hier Steroide oder irgendwelche, ne, Rauchzeugs und Ziehzeugs und so Drogen und so, ne. Dachte, ey Leute, das kann doch nicht sein, dass ich ständig was zu Hause habe und ihr bekommt dauernd Tipps und ich werde auch jedes Mal erwischt und so. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Irgendjemand spielt mir hier Streiche und so weiter und so fort, ne? Moment, Satz Nummer 3. Sagt er, ey, Leute, ey, kommt euch das nicht spanisch vor? Ich meine, ich habe Bewährung, ich weiß, dass ich mir nichts erlauben kann, ja? Und trotzdem ist ständig irgendein anonymer Anruf bei euch und ständig findet ihr auch irgendwas bei mir. Sagt er, ey, hör mal zu. Meint er, irgendwie ist hier die Kacke am Dampfen, so, ihr müsst mir glauben, ich bin das nicht. Ich habe nichts und so, das wurde in meinem Auto platziert. Moment. Ich habe Kniebeugen auch letzten Wochen ein bisschen vernachlässigt. War auf einem guten Wege, mittendrin dann wieder rumgeschludert. So. Gesagt, getan. Dann passiert Folgendes. Eines Morgens ist er noch so am Schlafen, so 5, 6 Uhr morgens, und seine Frau ist im Fitnessstudio. Ist er so am Pennen und kommt Polizei, klopfen an seine Tür, der ist noch so halb verschlafen, oberkörperfrei, kommt vor die Tür, die Polizei, sie müssen dringend mitkommen. Da sagt er so, warum? Sagt er, ja, ihre Frau hat vor, sie zu ermorden.
Sagt er, wie? Sagt er, ja, kommen Sie mit, wir haben keine Zeit. Wir bringen Sie aufs Revier und dann erzählen wir Ihnen alles. Sehen die da mit 4, 5 Polizeibeamten, noch so 2, 3 andere Autos. Zack, 5 Uhr morgens, 6 Uhr morgens, ist noch so halb dunkel. Packen die den ins Auto, ab aufs Revier. Zwischendurch zeigen die denen so Videos. Folgendes. Seine Frau, das kriegt man dann mittendrin gesagt. Weißt du, wenn du das von Anfang an wüsstest, denkst du, ey, Alter, bist du bescheuert? Als er noch in einer alten Beziehung war und sich am Trennen war, hat der Callgirls angerufen. Hier kommen so viele Dinge zusammen. Dicker, dieses Video, ne, beinhaltet 10 bis 20 verschiedene Dinge, die ihr beachten solltet. Ruft der Callgirls an, so eine Nutte zum Anrufen, so wie Pizza Call, ne? Rufst du an, kommt Pizza, rufst du an, kommt irgend so ein Vibe. So, kommt die Olle, die haben Sex, die bumsen. Was macht der Idiot? Der verliebt sich in die Olle, weil die anscheinend gut gefickt hat. So, und das war seine Frau. Der hat die dann so nach dem Motto da rausgeholt und will die jetzt heiraten, ne? Da fängt's schon an. Was passiert? Die Olle ist natürlich so eine verhurte Drecks-Dingsbums, ne? So. Die hat nicht nur den gefickt, sondern nebenbei noch irgendwie 5 andere. Unter anderem irgend so ein Araber, so ein Mo oder so, wie der heißt. Ich habe den Namen jetzt nicht mehr im Kopf. Jedenfalls hat dieser Mo irgendwann die Polizei angerufen und sagt, ey Leute, wir müssen reden. Geht er so zur Polizei, sagt er, ey Leute, ich weiß, die Story hört sich krass an, aber ihr müsst mir bitte glauben. Sagt er, Diggi, da ist so eine Frau, mit der ich am Bumsen bin, das ist die Ehefrau von so einem anderen Typen. Ich weiß, ist scheiße, ich weiß, ich bin wirklich ein Wichser und so. Ich bumse die Ehefrau von einem anderen Mann und so. Ja, ich weiß und so, ihr braucht mir nichts erzählen. Aber was ich euch erzählen will, ist wirklich krass. Die Ehefrau von dem, also die Olle, die Callgirl war früher, die hat mich drauf angesprochen, ob ich Leute kenne, die den Ehemann killen wollen. Sie würde dafür auch bezahlen. Und ich muss euch das erzählen, weil der Mann ist in Lebensgefahr. Es ist ja schön und gut, dass ich seine Ehefrau knalle. Ich habe auch Spaß dabei, aber das geht zu weit. Ich will damit nichts zu tun haben. Und ich bin hier, um euch Bescheid zu geben. Was machen die Polizisten? Die sind gerade, da ist so eine Show. Da kennt ihr diese Fernseh-Reality-Shows, die drehen gerade so eine Polizeiserie, wie es da auf dem Revier abläuft. Also verabreden die mit diesen TV-Sendern, dass die Kameras installieren in dem Auto von diesem Mo und in dem Auto von der Frau, Ehefrau und so, und dass die das Ganze mal aufnehmen. Die Frau kommt ein paar Tage später, er soll natürlich so den Lockvogel spielen, der sagt, ja, hör mal zu, $1200, ich habe einen Killer organisiert und der will für eine Waffe erstmal $1200, damit er sich eine Waffe kaufen kann mit Munition. Was macht die Frau? Kommt ins Auto, Kameras sind installiert, die gibt dem die 1200 Euro oder Dollar hier für die Waffe und so weiter. Und dann besprechen noch, sagt der Typ, dieser Ficker von der, so sagt er, ja, hör mal zu, in ein paar Tagen triffst du dich mit dem Killer auf dem Parkplatz von der Tankstelle und er erzählt dir so den Rest. Gesagt, getan, die hat die 1200 übergeben, so geht, kommt ein paar Tage später, der angebliche Killer ist auch ein Polizist, der ist natürlich eingeweiht und so, ist ein Geheimpolizist, also so ein verdeckter Polizist, ein Schwarzer, da haben die, natürlich ist das jetzt rassistisch, aber die haben dann so einen Schwarzen genommen nach Motto schwarzer Krimineller aus USA, damit das, so wie in Deutschland so ein Kenneck, wir sind ja alle kriminell und so, ne, damit das auch zum Klischee passt, kommt so ein schwarzer Polizist, verkleidet als Killer, was weiß ich, so, der tut so, als wäre der Killer, sitzt im Auto, die Frau steigt ein und dann wollen ihn auf Nummer sicher gehen. Sagt der Killer, also der angebliche Killer, sagt er zu der Frau, ey, sind Sie sicher? Jetzt kommt der Knaller, jetzt kommt der Oberknaller, das könnt ihr euch dann später angucken. Sagt er, hör mal zu, der Killer, sagt er, ey, sind Sie sich sicher, dass Sie das machen wollen? Weil ich habe das schon ein paar Mal gehabt, da hat die Frau in letzter Sekunde sich das anders überlegt und dann ist alles zu spät und so. Und sagt die Frau, hör mal zu, ich bin zu 5000% sicher. Du musst den umbringen, ich brauche sein Haus, seine Kohle, sein Auto und so und ich bezahle dich auch. Und jetzt kommt der Knaller, die will den umbringen lassen mit seiner eigenen Kohle. Wie? Das heißt, die hat nicht irgendwie Kohle von sich mitgenommen, damit die den Killer bezahlt, sondern sagt die, ey, hör mal zu, ich schicke den zur Bank, ich schicke meinen Ehemann zur Bank, der soll 10.000, 20.000 Dollar abheben für was weiß ich was. Und wenn er dann aus der Bank kommt, dann kannst du den killen und dir dann die Kohle nehmen. Das heißt, die wollte ja noch nicht mal aus ihrer eigenen Tasche was bezahlen, damit der Mann umgebracht wird, sondern die wollte das direkt aus seiner eigenen Tasche bezahlen. Dicker, ey, diese Story ist einfach zu krass. So, gesagt, getan und dann hat er das auf Tape, also auf Kamera, dass sie gesagt hat, so und so. Und dann sagt die noch,
wo der fragt, sind sie sich sicher, sagt die noch, hör mal zu, viele sagen, du bist so ein süßes, hübsches Mädchen, so ein kleines, süßes, hübsches Mädchen. Ja, ich sehe auch so aus, aber ey, hör mal zu, ich bin gar nicht süß, sagt die selber von sich. Sag, hör mal zu, das ist nur optische Täuschung. Ich sehe süß aus, klein, niedlich, aber ey, ich bin der Teufel so ungefähr, ne? Die gibt das sogar noch vor Kamera zu. Knaller. Gesagt, getan, so, die geht. Und dann war das der Morgen, ne, da hat der Killer gesagt, so, hör mal zu, 5 Uhr morgens, du gehst zum Fitnessstudio und ich bringe dann deinen Mann um und wenn du zurückkommst, dann ist schon alles erledigt. So, dann haben die den Mann natürlich da aus der Wohnung geholt, die Polizei, die waren ja eingeweiht. Der ist auf der Polizeiwache und dann bauen die da so ein Dings auf mit so Bändern und so. Lass mich mal noch ein Sätzchen machen. Ich muss erstmal wieder reinkommen hier. Ich habe ja noch so 2-3 Monate bis zu Fibo. So, gesagt, getan. Die holen den aus der Wohnung, ey, die Story ist zu krass. Ich habe mir heute Morgen 2-3 Stunden so Dokus und alles reingezogen, auch das Gerichtsverfahren. Zu krass, Mann. Zu krass, Diggi. Dann holen die den Mann da raus, ne? Bauen da so Polizeibänder auf und so nach Motto, hier ist gerade ein Mord passiert. Ne, sperren alles ab mit 6 Polizeiautos und so, aber alle sind eingeweiht. So, dann rufen die Frau auf Handy an. Ist die gerade so im Fitnessstudio? Sagen sie, ja, Frau so und so. Sind Sie das? Sagt die, ja. Sagt die, ist der Mike Ihr Mann? Sagt die, ja. Sagt die, Sie müssen unbedingt mal vorbeikommen, hier ist was passiert. Kommt die aus dem Fitnessstudio, kommt die zu den Polizisten. Ja, ey, das sind so Polizisten, alle so 2,10 Meter groß, 2,05 Meter, alles so Riesen, so auch so durchtrainierte Leute so oder stabile Jungs. Stehen so im Halbkreis, du kannst den Polizisten richtig ansehen, die sich denken, ey, du Drecks, ne, ihr wisst schon. Die lachen sich schon innerlich einen kaputt. Du musst mal gucken, so, wo die so umzingeln, ne? So, und dann sagt der eine Polizist, ja, Frau so und so, ich habe eine schlechte Nachricht, die war eine Schießerei in ihrer Wohnung und ihr Ehemann ist tot. Ey, sobald der das sagt, die bricht in Tränen aus, fällt den so in die Arme und heult und schreit. Auf Knopfdruck heult die sich die Augen aus. Lektion Nummer 1, nur weil eine Frau heult wie ein Wasserfall, heißt das noch lange nicht, dass ihr was Übles angetan wurde. Ne, so, es gibt so Frauen, es gibt so Frauen. Bei den einen könnt ihr es glauben, bei den anderen müsst ihr sehr stark daran zweifeln. Also ich könnte jetzt nicht auf Knopfdruck heulen. Ne, so, also das ist so, ne, emotional sind die irgendwie dazu in der Lage. Vor allen Dingen diese ganz üblen Weiber. Die können auf Knopfdruck heulen. Aber wie ein Wasserfall. Du glaubst, wenn du keine Ahnung hast, denkst du, boah, die arme, kleine, süße Frau, wie die am Heulen ist, oh, die ist tot traurig. Nein, Diggi. Sagt ihr auch selbst, ich sehe süß aus, bin ich aber nicht und so, ne? Dicker, und dann fällt die denen um den Hals und dann bringen die auf die Polizeistation, so in dem Raum. Der eine Polizist, so ein dicker Älterer, so, der verarscht die noch voll. Sagt er, ja, so und so und so, und die heult noch ein bisschen und so. Und dann geht er so aus dem Raum, auf einmal hört die auf zu heulen, kaum kommt er wieder rein, ist sie wieder am Heulen und so, ne? Richtige Schauspielerin, Oscarverleihung, direkt Platz 1 und so. Dann sagt der Polizist noch so, ja, wir müssen ja auch ausschließen, dass sie irgendwas damit zu tun haben. Sagt er noch so, sie haben ja wohl nichts mit dem Mord zu tun, oder? Sagt die, nein, nein, niemals und so, ne? Sagt er, ja, habe ich mir gedacht, sie doch nicht und so, ne? Auf einmal sagt der Polizist, ja, wir haben den Täter gefunden. Kriegt die erstmal Schock, holen die diesen Schwarzen mit Handschellen rein, ne? Ist aber ein Polizist, weiß die aber nicht. Kommt er so rein und so, und dann sagt der Polizist, der andere so, ey, kennen Sie diesen Schwarzen, den Täter hier? Sagt die, nein, noch nie gesehen und so. Und natürlich hat die den gesehen, ne? Die haben ja im Auto schon alles besprochen und so. Auf einmal sagt der Polizist, ja, übrigens, das ist ein verdeckter Polizist. Sagt die so, wie, fällt die erstmal von allen Wolken und so, guckt den so an. So, ja, das ist ein Polizist, so, wir haben den so verkleidet, als wäre der ein Mörder, ist aber nicht. Wir haben übrigens alles auf Kassette, auf Video, Tonmaterial, Videomaterial, ist alles da. Sie gehen heute noch in den Knast. Fängt die an zu heulen, meint die, nein, ich will nach Hause, ich hab nix gemacht und so, ne? Dann kommt der Knaller, sagt der Polizist, ja, aber wir haben noch eine Überraschung für sie, sagt die, wie und so. Auf einmal also kommt aus der Tür der Ehemann rein, die dachte, ja, der ist erschossen worden. Auf einmal kriegt die noch einen Schock, sagt die, komm her, Mike, komm her, wir müssen reden und so. Auf einmal fängt die so an, der Mike so, nee, wir müssen nicht reden, Digi, lass mal und so, ne? Ey, Real-Life-Story, das ist keine Geschichte oder so, ne?
Dicker, Alter, und dann kommt Gerichtsverfahren. Auf einmal dreht die das noch um, will die alle verarschen. Sagt die, ja, das war so abgesprochen, das war so eine Reality-Show. Die TV-Sender haben mich dazu gezwungen, das alles zu sagen. Das soll ein Riesendings werden, damit die Kohle machen können. Wollt die das so drehen, als wäre das so eine Reality-Show und sie wurde reingelegt. Das war ja alles geschauspielert und so, ne? Und das Geile ist, das Haus hatte er in der kurzen Zeit auf ihren Namen umgeschrieben. Eine Nutte, die er beim Callgirl-Anrufen kennengelernt hat. Alter, Dicker, ey, zieht euch mal die Story rein auf jeden Fall, ne? Auf YouTube gibt's die Story zu sehen, ne? Auch das Gerichtsverfahren und alles müsst ihr euch mal reinziehen. Digga, der Typ, ne, hat trainiert, war stabil, war jetzt kein Mega-Bodybuilder, 150 Kilo Muskelmasse, aber war so ein stabiler Kraftsportler. Keine Ahnung, ob er sich zwischendurch was reingepfiffen hat, weiß ich nicht, aber... Da sieht man mal wieder, ey, nur stark aussehen ist das eine, Dicker, Körper trainieren ist das eine, aber du musst hier oben auch stärker werden, ansonsten ist dein Leben am Arsch. Ne, so einfach nur körperlich stark werden bringt dich im Leben nicht weiter. Dicker, die Story hat mich so von den Socken gehauen, ihr müsst euch das mal angucken. Ich werde jetzt mal ein bisschen alleine weiter trainieren, ne? Ihr wisst schon, so, ich muss mich auch mal konzentrieren. Hier, guck mal, ich laber zwischendurch viel zu viel. Ich mache noch ein paar Sätzchen für mich alleine. Das Pärchen heißt Mike und Dalia egal, ich schreib's euch hier in die Kommentare. Ich habe das jetzt vergessen, PC ist aus, habe ich vorhin ausgemacht. Oder gebt einfach auf YouTube ein Mike und Dalia und dann Murder, irgendwie sowas. Dann findet ihr die Story schon. Ich glaube, das reicht schon. Ne? Dalia und Mike. And Mike und dann Murder, irgendwie sowas, keine Ahnung, müsst ihr mal gucken, Alter. Zu krass die Story, Alter. So heftig. Zieht euch die Gerichtsverhandlungen rein, ey, lasst mir vorher Likes und Abos und Kommentare da, damit noch mehr solche Stories kommen. Digga, komm, ein Sätzchen mache ich noch hier. Ja, alles klärchen. Alter, die Story hat mich zu krass geflasht. Zu krass geflasht, Junge. Ein starker Körper bringt dir noch lange nichts, wenn dein Geist nicht stark genug ist. Ey, und die Moral von der Geschichte, Mann und Frau haben verschiedene Vorteile bekommen. Der Mann hat körperliche Stärken mitbekommen, dafür mentale Schwächen. Gefühlsschwächen, die Frau hat körperliche Schwächen, dafür aber mentale, psychische Stärken, euch zu manipulieren. Ich will nicht sagen, dass alle Frauen so sind, aber haltet euch, passt auf euch auf, da draußen laufen Schlangen rum, da kriechen Schlangen rum, die wollen euch fressen, euer Hab und Gut, euer Leben, eure Energie. Passt auf euch auf. Gebt Onkel Akku mal einen Daumen nach oben. Lasst Kommentare ohne Ende da, wenn ihr noch mehr solche Stories hören wollt. Und ja, ich werde jetzt mal Richtung FIBO 2019 ein bisschen mehr Trainingsvideos hochladen. Die schweren Gewichte am Ende, zunächst die nächsten 2-3 Wochen behalte ich für mich, weil Konzentration beim Training muss sein, bei höheren Gewichten. Und dann, wenn was Vernünftiges bei rumkommt, kommt die Kamera am Ende auch nochmal zum Einsatz. So, in diesem Sinne, wie gesagt, checkt die Links in der Videobeschreibung und tut mir einen Gefallen, geht auf meinen Let's Play Kanal, Akku Power Let's Play, Links in der Beschreibung, Twitch Kanal in der Beschreibung, alles mal abchecken, Facebook, dort werdet ihr auch benachrichtigt, wenn was ist, ne, Instagram und so, und wir sehen uns, bis dann, ciao.